Ist das schön. Guido Maria Kretschmer den ganzen Morgen bei uns. Die Gewinnerin vom großen Backen. Toll. Kannst du backen? Ich kann backen. Ich hab Backgehen. Leider esse ich es auch und schluck es runter, wie man sieht. Also ja. Ich sollte besser nichts mehr Backen zu tun haben. Nein, nicht backen, bitte. Nein, aber ich finde Backen schön. Das ist alles, was aufgeht. Ich habe schlesische Wurzeln, da kann man nicht anders. Bist du auch in der Küche so aktiv selber? Ja, ich kann gut. Wenn ich da bin, bin ich im Einsatz. Ja. Von der Mama gelernt. Also ich finde, Kochen ist auch was Wichtiges im Backen, dass man sich ernähren kann. Ja, das stimmt. Also alleine zum Ernährungsgrund, aber auch natürlich zum selber runterkommen und so weiter, haben wir die meisten verschiedenste Motivationen, das zu tun. Ja. Du hast eine tolle Motivation gehabt und hast ein Buch geschrieben. 19.521 Schritte durch Berlin. Kann man sagen, es ist eine Autobiografie, es ist der autobiografische Guido Maria Kretschmer für genau einen Tag? Vielleicht ein bisschen. Es ist aber auch eine Geschichte, die erzählt von Begegnungen, die man hat, wenn man offen ist und wenn man durch die Stadt geht. Ich habe lange überlegt, ob ich es mache, weil natürlich das aus meiner Perspektive erzählt ist. Die Menschen kennen mich natürlich, kommen gleich auf mich zu. Genau. Es gibt keinen Stopp und ich bin mit Menschen sehr schnell, sehr eng. Und das ist so ein bisschen die Geschichte. Und dann passierten so viele unglaubliche Momente, dass ich am Ende dachte, dass ich muss das zusammenfassen. Ich muss es aufschreiben. Das war so ein bisschen die Idee. Ich habe es so gerne gelesen. Wir wollen uns heute Morgen natürlich auch mit dir beschäftigen. Ich meine, vorstellen brauchen wir dich nicht, aber wir haben noch mal ein paar sehr schöne Bilder auch von dir zusammengestellt. Bitte schön. Toll. Er ist der Mann, dem die Frauen vertrauen. Guido Maria Kretschmer. Dabei fing seine Karriere ganz anders an, und zwar als Krankenpfleger. Ja, richtig gehört. Als Designer startet Guido erst danach durch. Auf Ibiza verkauft er selbstgenähte Kleidung und ausgerechnet Sänger Udo Lindenberg kauft von ihm 5 Jacken. Der Beginn einer steilen Karriere. Labelgründung, Modenschauen weltweit und unzählige TV-Auftritte. Mittlerweile ist er sogar mehrfacher Buchautor. In 19.521 Schritte vom Glück der unerwarteten Begegnung erzählt der Kultdesigner von seinem schönsten Tag und wie der sein Leben verändert hat. Was das genau mit fremden Menschen zu tun hat, erzählt er uns jetzt. Und das ist das Schöne in diesem Buch, dass eben auch viele, viele Menschen, die du an diesem Tag getroffen hast, sich dir öffnen und dir sehr schnell auch sehr viel erzählen. Was würdest du sagen, warum ist das so? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so sozialisiert, das ist in meinen Genen, dass ich sehr interessiert an Menschen bin und sehr schnell mit Menschen mich auf sie einlasse, mich sehr begeistern kann auch für die unterschiedlichen Menschen. Und ich glaube, dass sie mir vertrauen, weil sie mich auch kennen, weil sie jeden Tag wissen, dass ich da bin. Und dann ist es leichter für sie. Die sagen ja auch nicht, Herr Kretschmer, ach Guido, darf ich Sie drücken? Ich bin ja ständig gedrückt und weil ich auch gut druckfähig bin, muss ich sagen, kann ich das gut haben. Und vielleicht, aber es war immer so, mein ganzes Leben schon. Du bist aber also auch vor der prominenten Fernsehkarriere, auch als Krankenpfleger damals schon, hast du die Menschen auch auf Stationen? Ja, ich habe die Patienten, haben sie dich immer geliebt? Ja, ich habe eine große Empathie für Menschen. Ich habe ein Pflegegen, würde ich sagen. Das war die Vorbereitung fürs Studium damals. Aber ich habe gemerkt, dass ich auch sehr mitfühlend bin mit den Leuten und schlecht wieder rauskam. Und ich glaube, auch als Designer war das immer meine Intention. Es geht darum, ich sage immer, Mode ist die Haut der Seele. Also mit Mode kann man alles sein. Und die Verbindung zwischen Mode und Medizin ist eigentlich auch ganz ein schmaler Grat, könnte man fast sagen. Und ich mag das eben, Menschen nah zu haben. Ich finde es schön, wenn man sieht, dass sie sich entwickeln und dass sie, und jeder hat ja eine Geschichte, und wenn man aufpasst, dann merkt man sehr schnell, dass man nur Teil einer Story ist und nicht immer der Hauptakteur. Und ganz, ganz wichtig natürlich zuhören. Eine wunderbare Kollegin von uns, der wollen wir mal kurz zuhören, die hat nämlich etwas zu dir gesagt, unsere liebe Marlene. Ach, Marlene, ne? Guido Maria Kretschmer ist einer der liebenswertesten, herzlichsten Menschen, die mir begegnet sind. Gleichzeitig ist er tiefgründig und hat natürlich diesen genialen Humor, den wir alle so lieben. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen in Deutschland, die gerne mit Guido befreundet wären. Und das Gemeine ist, dieser Mann ist auch genauso, wenn die Kamera nicht läuft. Einfach ein fantastischer Mensch. Die ist süß, ne? Ja, die ist eine Freundin, das muss man natürlich sagen. Die ist befangen, leider. Ne? Nein, aber ich finde, das ist ja schön. Und er sagt gerade übrigens, sie sagt gerade übrigens so schön, nur Frauen möchten befreundet sein. Ich bin auch viele Männer heute Morgen hier getroffen. Ich wäre dabei, ne? Auf jeden Fall. Ne? Die auch gerne mit dir befreundet sind, weil Guido Maria Kretschmer einfach ein wunderbarer Kerl, wenn ich das so sagen darf. Und es macht großen Spaß, mich mit dir zu unterhalten. Gerade auch das Tiefgründige in diesem Buch. Ist eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, wie du auf offener Straße angesprochen wirst, wie dann hinterher rauskommt von einer jungen Frau, die anschaffen geht. Eine Prostituierte, die du auf deiner Reise durch Berlin dort getroffen hast. Und du beschreibst sehr genau, dass sie dich zwar erkannt hat, aber du wusstest auch nicht so richtig, wie ist sie jetzt gerade drauf? Was hat auch diese Begegnung mit dir gemacht?
Ich glaube eben, das, was ich erzähle, ist im Grunde, ich gehe durch die Stadt und es kommen immer unterschiedliche Menschen. Und die sprach mich an und wollte eine Unterschrift auf ihrem Oberschenkel und sagte, das lasse ich mir dann tätowieren. Und ich sah aber, dass die ganz am Ende war, ganz verloren. Ich glaube, es war so eine Crack, glaube ich, hatte ich das Gefühl. Und dann merkte ich schon, ach, die muss erst mal was essen. Sag ich, hast du eigentlich schon was gegessen heute? Nee, sagt sie Guido. Und dann bin ich mit und haben uns dann hingesetzt, habe ich was zu essen genommen. Und dann saß sie so neben mir, das Essen fiel immer so runter. Und dann erzählte sie, dass sie sagt, dass sie immer meine Sendung gesehen als Kind schon mit ihrer Mutter. Und dass, wenn sie mich sieht, immer denkt, das ist das Gestern, was sie verloren hat, diese Erinnerung an die Familie. Und da waren wir halt so zusammen und dann dachte ich, ach Gott, wie schade, weil sie einfach, glaube ich, eine falsche Abbiegung genommen hatte. Und so habe ich dann irgendwann, da hat sie mir sehr traurige Geschichten auch erzählt, aber es war eben auch Teil dieses Tages und ich war wirklich ganz erschüttert nachher, weil ich glaube nicht, dass man erschüttert sein muss, dass es das gibt. Das ist Teil von unserem Leben. Aber ich glaube, man sieht eben auch, wie schnell das im Leben passiert. Mhm. Man sollte manchmal in bestimmte Wege nicht hineingehen. Mhm. Und wenn man dann losgeht und sich verliert, dann braucht man jemanden, der einen wieder rausholt. Und ich glaube, ich wollte damit auch nur zeigen, ich wollte das gar nicht bewerten, sondern nur zeigen, dass man Empathie behält und dass man aufpasst und dass man nicht denkt, das ist so ein Mädchen auf der Straße, die für 20 Euro da irgendwie anschaffen gehen muss, sondern dass man Respekt hat und denkt, das ist, und das habe ich in dem Moment auch genauso geschrieben und erzählt. Und ich glaube, deswegen war es wichtig, dass sie auch Teil dieser Geschichte des Tages ist, weil sie hat mich tief berührt und ist mir lange in Erinnerung geblieben. Mhm. Weil der Gedanke, vor der Kamera zu stehen, dass sie halt sozusagen den Freier hatte und dann sagt sie, manchmal lässt sie das an und fragt die dann, ist es okay, wenn ich dabei Fernseh schaue, was ich auch schon absurd fand, aber dann sieht sie meine Sendung und das fand ich sehr, ich habe wirklich beim Schreiben sogar, sind mir die Tränen noch gekommen. Verstehe ich. Du widmest dieses Buch deinen Eltern, dein Vater ist im August gestorben, hier auch nochmal unser Beileid. Ich glaube, du hast zu deinen Eltern ein sehr gutes Verhältnis gehabt, hast zu deiner Mutter nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis, wenn ich das richtig heraus gelesen habe. Deine Mutter, und da hast du jetzt vor ein paar Tagen auch noch mal öffentlich drüber gesprochen, leidet an Demenz. Wie gehst du mit dieser Krankheit um? Wie geht ihr gemeinsam mit dieser Krankheit um? Ja, das ist natürlich schon auch ein Moment, wenn sowas kommt. Das verändert natürlich alles. Ich habe immer gesagt, weil meine Eltern natürlich meine geliebten Menschen sind. Ich habe immer gesagt, ich hätte beide heiraten können. Ich hätte mit beiden leben können. Ein ganzes Leben, meinem Vater wie mit meiner Mutter. Und jetzt ist so, wo mein Vater leider gestorben ist, hat meine Mutter sich so ganz leicht verabschiedet. Und ich glaube, manchmal denke ich, das Leben war auch fair zu ihr, weil es hat ihr ein bisschen diese tiefe Trauer genommen. Und deswegen würde ich sagen, die Demenz kam im richtigen Moment. Und es ist ja nicht, dass es dann sofort ganz intensiv wird, sondern es kommen unterschiedliche Phasen. Ich habe aber auch gelernt, dass ich das jetzt angenommen habe. Also ich hader nicht mehr damit, sondern ich freue mich, wenn ich da bin. Wir sind ganz close und ich tauche mit ihr immer in den Moment ein, wo sie ist gerade. Und das ist ein Geschenk, weil ich bin jetzt in Welten, in ihrer Welt, wo ich noch nie vorher Zugang hatte. Und ich habe so viele andere Menschen da getroffen, Kinder, Väter, Brüder, Schwestern. Es gibt es ja in allen Altersklassen schon. Und dadurch, dass man in diesem Ort, wo die alle sind, empfinde ich eher so eine schöne Gemeinschaft jetzt auch und finde, dass das auch eine lebenswerte Zeit ist und dass man nicht denkt, oh Gott, jetzt muss man aufhören, sondern das ist ein Neustart für eine andere Ausrichtung im Leben. Wenn man dich auch darüber erzählen würde, du gehst mit ganz viel Liebe durchs Leben, ne? Ja, das ist es mir angelegt. Ich bin halt ein geliebtes Kind. Ich bin als Kind so durchgeküsst worden, das glaubt man gar nicht. Mein Vater hat bis zum Schluss, als er im Sterben lag, hat er gesagt, ach Guido, komm, wir küssen. Auch mein Vater hat immer so gesessen. Und ich habe gesagt, Papa, wenn wir weiter so viel küssen und du alle Schwestern küsst, dann lösen wir eine Pandemie aus. So war es. Aber ich bin groß geworden mit ganz viel Körperlichkeit. Ostvater, was soll man machen? Es ist wunderbar, dass du bei uns bist. Ich habe übrigens folgende Geschichte heute von Freunden gehört, dass du mal irgendwann in Schalke-Bettwäsche schlafen musstest. Ja, mein Bruder war Schalke-Fan und ich bin ja extrem für weiße Bettwäsche und extrem stylisch. Ja. Ich tue mich ja schwer mit zu viel Muster. Und dann lag ich immer drin, aber ich dachte, gut, ich mache mit. Aber es hat nicht funktioniert. Ja, ich habe ja viele Fußballvereine dann später betreut. Hat mir eine gute Ausbildung gegeben. Ja. Also ich habe später viele Trikots gemacht und für viele große Unternehmen gearbeitet. Deswegen, wer am Ball hängt, ich bin dabei. Du bist dabei. Als leidenschaftlicher Fan dieses Vereins wollte ich zumindest das wissen, weil es mir heute Morgen zugetragen worden ist. Guido, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich für den Besuch. Durfte. Wunderbar, dass du da bist. 19.521 Schritte. Ein Tag mit Guido Maria Kretschmer, der 10. September 2022. Seine Reise durch die Hauptstadt. Absolute Leseempfehlung. Danke. Vielen Dank. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.